Ja, willkommen zum dritten Vortrag vom Track Freie Daten. Ich hatte letztes Jahr so ein Aha-Erlebnis. Ich komme ja aus der Wissenschaft und da beschäftigen wir uns viel mit Verbreitungsdaten von Arten. Und da gibt es eine Internetseite, gbif.org, da kann man halt solche Sachen hochladen, sind auch viele Ehrenamtliche dran beteiligt. Und da sieht man wunderschön, wo am meisten Daten hochgeladen werden. Und man stellt dann fest, hui, da in den Ländern, wo relativer Wohlstand herrscht, da wird viel hochgeladen, in anderen Ländern weniger. Nun war ich letztes Jahr auf der Wikicon-Konferenz in Leipzig und da präsentierte ein Redner genauso eine ähnliche Karte, nur mit Wikipedia-Daten, wo am meisten Artikel hochgeladen werden. Die Karte war im Prinzip identisch. Also habe ich hergeleitet, ja, da wo relativer Wohlstand herrscht, wo viele Ehrenamtliche unterwegs sind, da werden halt mehr Daten hochgeladen und da, wo die Leute halt, ja, ihren Tag anders erleben, da eben weniger. Und ob sich das so verhält mit Palästina und Israel, das wird uns jetzt Christian Bittner erklären. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Meine Pointe ist jetzt schon halb geklaut. Genau, also es wird um solche Dinge gehen, sozusagen um soziale Ungleichheiten bei OpenStreetMap, ein bisschen in einem kleinräumigeren Maßstab und nicht so in diesen Globalkarten, wie wir das oft so kennen. Genau, ich bin Christian, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Erlangen in der Geografie, am Lehrstuhl für Kulturgeografie. Ich lebe aber mittlerweile wieder hier im schönen Bonn, deswegen ist es auch ein bisschen ein Heimspiel für mich. Und ich habe letztes Jahr meine Doktorarbeit abgeschlossen zu OpenStreetMap in Israel und Palästina und davon stelle ich jetzt ein paar Ergebnisse hier vor. So, die Ausgangsbeobachtung, die mich überhaupt erst auf dieses Thema gebracht hat, war erstmal der besondere Kontext von Kartografie und auch von Geodaten in Israel und Palästina. Weil hinter dem, was uns so oft in den Medien als Israel-Palästina-Konflikt oder als Nahostkonflikt begegnet, da steckt jetzt erstmal ein sehr komplexes Bündel aus ganz vielen Fragestellungen, Problemfeldern drin. Auf die gehe ich jetzt hier natürlich im Einzelnen nicht ein. Ich glaube aber, man kann einen zentralen Kern in diesem Konflikt benennen, der ganz stark auch auf Fragen von Kartografie ausstrahlt. Wir haben es hier nämlich letztlich mit zwei nationalistischen Ideologien zu tun, einmal dem israelischen Zionismus und auf der anderen Seite dem palästinensischen Nationalismus. Und diese beiden Nationalismen beanspruchen, je nach Spielart mal mehr oder weniger, letztlich das gleiche Territorium für sich als Staatsgebiet. Und diese Konstellation ist jetzt auch ein Hauptgrund dafür, warum viele Israelis gegen die Gründung eines palästinensischen Staates sind und andersrum, warum viele Palästinenserinnen und Palästinenser den israelischen Staat bis heute nicht anerkennen. Und vor diesem Hintergrund wird dann auch klarer, warum Karten in dieser Region politisch ganz stark aufgeladen sind, und zwar mehr noch als in den meisten anderen Regionen der Welt, welche Grenzen ich hier verwende, welche Orte ich einzeichne, welche Orte ich weglasse, in welcher Sprache ich sie benenne. Das sind ja alles keine ästhetischen Designentscheidungen, sondern erstmal sehr umstrittene Facetten des Kartenmachens, sage ich mal. So, zum Beispiel ist es aus einer palästinensischen Perspektive erstmal empörend, wenn jetzt auf dieser offiziellen israelischen Straßenkarte die besetzten Palästinensergebiete nicht mehr auftauchen, sondern sie werden hier als sozusagen als kontinuierlicher Teil des israelischen Territoriums dargestellt. Dann haben wir offizielle Karten der palästinensischen Autonomiebehörde, auf denen der Staat Israel nicht benannt wird. Also den Begriff Israel werden Sie auf dieser Karte nicht finden. Und auf denen auch sämtliche israelisch-jüdischen Städte fehlen, wie zum Beispiel sehr prominent hier Tel Aviv an der Mittelmeerküste. Und die gesamte Geschichte des Nahostkonflikts, die ich jetzt so auf die letzten circa 150 Jahre datieren würde, ist voll mit vergleichbaren Beispielen von Karten, auf denen die jeweils andere Seite irgendwie verschwiegen wird, delegitimiert wird oder auch vereinnahmt wird. Und was mich jetzt interessiert hat, war, was mit diesen konfliktgeladenen Kartografien in einem Projekt wie OpenStreetMap passiert, wenn sich plötzlich jeder am Kartenmachen beteiligen kann. Das heißt, ich habe mich sozusagen letztlich gefragt, welche Perspektiven auf die Region setzen sich hier in OpenStreetMap durch, beziehungsweise wer kartiert hier eigentlich mit und wer nicht und warum. Vielleicht eine kleine Folie zu meiner Methodik. Wie ich hier in diesem Kontext mal zum Glück nicht näher erklären muss, steckt hinter der Karte eine Datenbank. Diese Datenbank wird gespeist von einer Community. Viele Leute aus dieser Community sitzen hier heute vor mir. Und was ich jetzt gemacht habe, war in einem ersten Schritt mir sozusagen einen Auszug von Israel-Palästina in eine lokale PostGIS-Datenbank zu holen. Und dann habe ich mir erstmal über die Metadaten sozusagen die 40 aktivsten Mapper in der Region rausgesucht
Und die habe ich dann alle angeschrieben und konnte dann mit 16 von den Interviews durchführen im Rahmen von einem Feldaufenthalt von ein paar Jahren. Zusätzlich habe ich noch ganz viele weitere Datenbankanalysen gemacht, um mir so vor allem so zeitliche und räumliche Muster in den Daten zu erschließen, um mir so einen Blick über die Entstehungsgeschichte der Daten zu verschaffen. Dann gab es noch einen dritten Materialkorpus und das waren die entsprechenden Nutzerforen und Mailinglisten, wo die Leute untereinander diskutieren. Davon habe ich auch noch mal ganz große Auszüge ausgewertet. So, dann komme ich jetzt sozusagen zu den Ergebnissen. Also die wichtigste Erkenntnis gleich vorweg, die war ja auch schon im Vortragstitel, OpenStreetMap in Israel ist eigentlich ein ganz anderes Projekt als OpenStreetMap in Palästina und zwar in erster Linie deswegen, weil es in Israel eben eine sehr aktive lokale Mapping-Community gibt, während sich in Palästina bisher keine Community gebildet hat. Und meine Interviewpartner waren auch ausnahmslos jüdische Männer aus der israelischen Mittelschicht. Nur einer war über 40 Jahre alt und fast alle hatten irgendwie einen technischen Hintergrund, waren irgendwie an Unis oder Firmen, irgendwie in technischen Berufen. Ich glaube, die 16 Leute würden hier nicht auffallen, wenn sie jetzt hier dazwischen säßen. Das heißt, in der Region mappen eben hauptsächlich Israelis aus sozioökonomisch privilegierteren Verhältnissen, sage ich jetzt mal. Und in Israel ist jetzt auch die Geschichte von OpenStreetMap erstmal ganz ähnlich zu ganz vielen Beispielen hier aus Europa, wo generell OSM auch am erfolgreichsten ist, würde ich vielleicht sagen. So circa um das Jahr 2008 hat sich eine Community formiert in Israel, die auch seitdem das Projekt kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn man dann mal so ein bisschen auf den zeitlichen Verlauf der kartierten Daten schaut, dann werden ja auch ganz typische Abfolgen erkennbar, wie wir sie sozusagen auch aus unseren Breiten kennen. Also das sind jetzt verschiedene Objekttypen, wie sie editiert wurden im zeitlichen Verlauf. Und der erste Strauß an Linien, der hier so um 2008, 2009 hochgeht, das sind halt erstmal verschiedene Straßentypen. Das heißt, auch hier wurde erstmal das Straßennetz kartiert. Und ein bisschen später, hier so um 2010, 2011 rum, gehen dann langsam noch andere Linien hoch. Andere Wegetypen sind das jetzt hier, Fußwege, Fahrradwege, Wanderwege. Ähnlich ist es bei anderen Informationstypen. Wir sehen auch hier, dass so ab 2011, dass diese lilane Linie plötzlich wahnsinnig viele Gebäude kartiert wurden. Aber auch hier Landnutzungsinformationen werden wichtiger. Das Schienennetz wurde kartiert und auch die Amenities steigen langsam an. Das heißt, der Datensatz wird also auch hier über die Jahre kontinuierlich vollständiger, reichhaltiger und auch ausdifferenzierter. Nur ein kurzes Beispiel, das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Stadtzentrum von Tel Aviv, von der OSM-Standardkarte, wo es mittlerweile genauso aussieht wie sozusagen in deutschen Stadtzentren. Also wir haben hier nicht nur die Straßen alle benannt, sondern auch irgendwie alle Gebäude mit Hausnummern, Cafés, Bushaltestellen, Ampeln, Aussichtspunkte, also OSM in seiner ganzen wunderbaren Reichhaltigkeit, sage ich mal. So, in Palästina ist die Geschichte aber eine ganz andere. Bis heute beteiligen sich, und mit bis heute meine ich so bis mindestens vor 2 Jahren, wo ich meine Empirie abgeschlossen hatte. Ich kann nicht so genau darüber sagen, wie es wirklich heute ist. Das heißt, das heute ist eigentlich ein Gestern. Beteiligen sich kaum Palästinenserinnen bei OpenStreetMap. Und die Geschichte von OSM in Palästina besteht hauptsächlich aus 3 punktuellen Ereignissen. Und das erste dieser Ereignisse war im Jahr 2009 hat eine US-amerikanische NGO mit dem Namen Jumpstart International einen freien Geodatensatz für die Palästinensergebiete erstellt, also für das Westjordanland und für den Gazastreifen. Und dafür wurden einige Monate lang palästinensische Studierende dafür bezahlt, mit GPS-Daten Daten zu erheben, vor allem mit GPS-Geräten Daten zu erheben, vor allem das Straßennetz. Und diese Daten wurden dann sozusagen gesammelt, zentral bereinigt und anschließend als ein großer Import zu OSM hochgeladen. Was das damals bedeutet hat, wird auf diesen beiden Karten deutlich. Also links sehen wir den Stand von OpenStreetMap im Westjordanland am 1.7.2009 und rechts einen Tag später nach dem Datenimport. Das heißt, das Westjordanland ist, kann man wirklich sagen, buchstäblich über Nacht auf die Karte gekommen. Und seitdem ist aber im Westjordanland insgesamt relativ wenig kartiert worden und wenn, dann in erster Linie israelische Siedlungen und die durch israelische Mapper. Das führt dann zu ganz interessanten räumlichen Verteilungen zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen. Das hier ist jetzt ein Kartenausschnitt, hier oben sehen Sie es an der Übersichtskarte,
im Westjordanland südlich von Jerusalem. Und die Linien hier auf der Karte, das sind Way-Objekte aus OpenStreetMap mit einer Farbkodierung nach den Nutzergruppen, also der Nutzer, der das Objekt zuletzt angefasst hat in diesem Fall. Das heißt, wenn die Linien hier blau eingefärbt sind, wurden sie zuletzt von Israelis editiert und wenn sie grün eingefärbt sind, wurden sie von anderen Nutzern eingetragen, beziehungsweise stammen zum großen Teil aus diesem Datenimport, den ich eben angesprochen habe. Und was man jetzt hier erkennt, ist, dass eben Israelis im Westjordanland fast nur israelische Siedlungen kartieren. Also hier Rosh Zurim, Efrat, Kfar Etzion, hier oben Chomat Shmuel, das sind alles israelische Siedlungen. Und die Orte, die hier grün erscheinen, oder die Liniencluster, die hier grün erscheinen vielleicht, das sind palästinensische Ortschaften. Also hier sehr prominent Bethlehem, aber hier Dar es Salaam, also alle grünen Cluster sind palästinensische Orte. Das heißt, das räumliche Kartierverhalten von unterschiedlichen Nutzerinnen ist hier ganz stark durch die fragmentierte Geografie der Region beeinflusst, beziehungsweise anders formuliert, die Segregation zwischen Israelis und Palästinensern schreibt sich sozusagen in den Daten von OSM fort auf gewisse Weise. So, das zweite Ereignis von OpenStreetMap in Palästina war der erste Gaza-Krieg 2008-2009. Also das war damals eine Bodeninvasion der israelischen Armee im Gazastreifen als Reaktion auf anhaltenden Raketenbeschuss. Dieser Krieg hatte für die Zivilbevölkerung in Gaza ganz katastrophale Auswirkungen und dann haben internationale Organisationen in der Situation darüber geklagt, dass sie keine vernünftigen Karten bzw. Geodaten zur Koordination ihrer Hilfeleistung hatten. Und deswegen hat sich dann eine Initiative von internationalen OSM-Leuten gegründet und die haben den Gazastreifen dann anhand von Satellitenbildern kartiert. Das war übrigens auch die Geburtsstunde von HOT, also vom Humanitarian OpenStreetMap. Die Gründung ist kurz danach aus dieser Gruppe hervorgegangen. Vielleicht um auch das nochmal zu veranschaulichen, links den Gazastreifen vor Ausbruch des Krieges und rechts den Stand nach Abschluss der Mapping-Kampagne, gut 2 Monate später. Und dann ist im Gazastreifen auf OpenStreetMap über Jahre wirklich so gut wie gar nichts passiert, bis zum Sommer 2014, als der zweite Gazakrieg stattgefunden hat. Der Krieg bestand vor allem aus Bombardierungen durch die israelische Luftwaffe und wieder, also eine ähnliche Konstellation, wieder fehlten Hilfsorganisationen Daten, diesmal vor allem zum Gebäudebestand. Und so ist dann nochmal so eine zweite Mapping-Kampagne zustande gekommen. Da sind in kurzer Zeit vor allem eben unwahrscheinlich viele Gebäude kartiert worden wieder anhand von Satellitenbildern. Entschuldigung. Auch hier nochmal zum Vergleich, ein Ausschnitt von Gaza-Stadt vor und nach dieser Kampagne. Also man sieht eben vor allem sozusagen wieder, wie so urplötzlich der Gebäudebestand da drin ist. So, zu keinem Zeitpunkt haben sich daran aber, haben sich daran Palästinenserinnen oder Palästinenser beteiligt, oder zumindest habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, dass sich welche daran beteiligt hätten. Und das kann man mit ein bisschen abgeschwächt auch fürs Westjordanland so sagen. So. Und sozusagen diese ganze Geschichte hat dann jetzt zu dieser räumlichen Verteilung der Daten auf Regionsebene geführt. Also jetzt eine dichte Karte mit Hexagonen. Und die sind sozusagen danach eingefärbt, wie viele OSM-Nodes jeweils in einem Hexagon sind. Und wir sehen jetzt, oder ich will auf 2 Dinge aufmerksam machen. Erstens, Israel ist insgesamt dichter kartiert als das Westjordanland. Und dabei sehe ich hier vom Süden Israels ab, weil der besteht hauptsächlich aus Wüste und da gibt es sozusagen nicht so richtig viel zu kartieren. Zweitens, der Gazastreifen ist interessanterweise eine der dicht kartiertesten Gegenden in der ganzen Region. Und das ist aber jetzt vor allem irgendwie das Ergebnis von 2 Kriegen. Das wäre so mindestens zynisch, das irgendwie als Erfolgsmodell verkaufen zu wollen. Und deswegen halte ich erstmal fest, in Israel funktioniert das Prinzip OSM sehr gut. Es gibt die lokale Community, die kümmert sich um die Daten. In Palästina ist das aber nicht der Fall. Und die Daten kommen vor allem aus externen Initiativen, aus dem Kontext der Entwicklungshilfe und der Katastrophenhilfe. Und wenn wir uns jetzt an das erinnern, was ich, oder vielleicht erstmal so, wenn wir uns an das erinnern, was ich eben über die Sozialstruktur meiner Interviewpartner erzählt habe, dann spricht hier viel dafür, dass sich sozusagen sozioökonomische Ungleichheiten in OSM widerspiegeln. Im eher wohlhabenden Israel leben mehr Menschen mit der entsprechenden Ausbildung oder vielleicht auch mit dem entsprechenden Budget an Freizeit, um sich an so einem Projekt zu beteiligen. Und das Ganze korrespondiert dann ganz stark mit dieser These vom Digital Divide.
also der Kluft zwischen dem Teil der Weltbevölkerung, die an digitalen Technologien partizipiert, und dem Teil, der davon ausgeschlossen bleibt. Und damit erzähle ich jetzt erstmal nichts Neues, weil dieser Zusammenhang ist für OSM auch schon von ganz vielen anderen Leuten nachgewiesen worden. Aber ich habe dann so ein bisschen aus einer Laune heraus nochmal einen Vergleich mit den Daten von Wikimapia gemacht. Vielleicht, wem ist Wikimapia ein Begriff? Ah, echt so wenig, ist ja lustig. Okay, dann zwei Sätze dafür. Also Wikimapia ist auf den ersten Blick ein ähnliches Projekt wie OpenStreetMap. Auch das hat sozusagen den Anspruch, über einen Crowdsourcing-Ansatz die ganze Welt zu kartieren. Ist 2006 in Moskau gegründet worden. Es folgt aber dem Motto, let's describe the world, und zielt damit ganz stark auf die Beschreibung von Orten und nicht so sehr auf ein geometrisch exaktes Vermessen. Und das funktioniert so, ich kann Orte in Form von Polygonen anlegen und dazu kann ich dann irgendwie Texte schreiben, kommentieren, Fotos hochladen und so weiter. Und das ist sozusagen auch der Kernunterschied zu OpenStreetMap. Es ist sozusagen eine andere Idee, Welt zu repräsentieren, zu kartieren, zu beschreiben. Und die Daten in Wikimapia sind auch wirklich völlig chaotisch und haben einen sehr qualitativen Charakter sozusagen. So, die beiden Karten zeigen jetzt die Datendichte von Wikimapia und OpenStreetMap im Vergleich. Und ich habe jetzt die 10er-Quantile verwendet, das heißt, die Farbskalen beider Karten basieren auf relativen Werten. Damit können wir zum gewissen Grad OSM und Wikimapia miteinander vergleichen, obwohl in OSM absolut gesehen viel mehr Daten stecken. Das sehen Sie auch an den Werten in den Legenden. Und wenn wir uns jetzt mal die Verteilung der Daten auf der rechten Karte hier zu Wikimapia anschauen, dann erkennen wir, dass plötzlich das Westjordanland viel dichter kartiert erscheint als Israel, was natürlich allem widerspricht, was ich eben zu OpenStreetMap erzählt habe. Das heißt, dass ihr plötzlich die These vom Digital Divide in dieser Form nicht mehr greift, und deswegen glaube ich, dass es auch noch einen anderen Grund gibt, warum sich Palästinenserinnen nicht bei OpenStreetMap beteiligen. Und den Punkt will ich jetzt noch an einem letzten Beispiel deutlich machen. Im Jahr 2011 hat sich eine palästinensische Organisation an OSM gewandt und sich darüber beschwert, dass Jerusalem nur mit dem hebräischen Namen, hier habe ich es mal eingekreist, Jerusalem, also im hebräischen Alphabet auch geschrieben, auf der Karte erscheint und nirgendwo der arabische Name Al-Quds geschrieben stand. Und die meisten werden es vielleicht schon mal gehört haben, Jerusalem ist Hauptstadt Israels, aber zumindest der Ostteil der Stadt wird auch von palästinensischer Seite als Hauptstadt eines zukünftigen Staates Palästina beansprucht. Und aus Sicht dieser Organisation, die auch gar nicht genau wusste, wie OpenStreetMap eigentlich funktioniert im Inneren, war es jetzt erstmal fragwürdig, warum sozusagen ein so offenes Projekt eine so israelisch gefärbte Sichtweise auf Jerusalem darstellt. Und das ist dann diskutiert worden auf vielen Ebenen in OSM, aber unter anderem auch im israelischen Nutzerforum. Und die Reaktionen gingen fast alle in eine bestimmte Richtung, die in diesem Zitat hier besonders deutlich wird. Da schreibt ein Nutzer: As much as we may strive to keep politics out of what we are trying to accomplish here, it's not an easy task, but we shouldn't deal with issues such as these. Rather, we should have the OSM data reflect the reality on the ground as it is today. Und das ist jetzt eine Haltung, die auch in ganz vielen Interviews durchgeklungen ist. OSM hat erstmal nichts mit Politik zu tun, sondern es ist eine rein technische Angelegenheit. Wir kartieren nur, was sowieso schon da ist. In diesem Fall heißt das also, Jerusalem untersteht nun mal momentan der israelischen Administration. Und deswegen wäre es auch einfach falsch, wenn OSM etwas anderes darstellen würde. Und ganz ähnliche Argumentationen habe ich auch gefunden zu Fragen von Grenzen, von ehemaligen arabischen Dörfern in Israel oder auch zu israelischen Siedlungen im Westjordanland. In dem Moment, wo ich auf den Ist-Zustand on the ground als Legitimation verweise, muss ich mich natürlich mit der politischen Gemachtheit dieses Ist-Zustands erstmal nicht mehr auseinandersetzen. Und um hier nicht missverstanden zu werden, ich finde sozusagen die Idee von OSM nullstens verwerflich, im Gegenteil. Das heißt, wenn ich eine Karte habe, mit der ich mich in der Welt zurechtfinden möchte, dann muss sie ja auch irgendwie der Welt entsprechen, durch die ich mich bewege. Ich will auch nicht, also auf keinen Fall so verstanden werden, dass ich jetzt so die israelische OSM-Community irgendwie als nationalistische Chauvinisten diskreditiere oder so. Im Gegenteil, ich habe dort ganz viele sehr kluge Menschen kennengelernt, die eine grandiose Arbeit für OSM und auch, würde ich sagen, darüber hinaus für die Open-Data-Bewegung im Allgemeinen leisten.
Aber unterm Strich kann man, glaube ich, schon sagen, dass wenn die Welt unhinterfragt kartiert wird, werden dabei auch immer bestehende räumliche Ordnungen und Gesellschaftsverhältnisse reproduziert. Und in diesem Sinne würde ich schon sagen, ist OpenStreetMap absolut politisch. Und wenn ich jetzt in einer Situation bin, dass ich die bestehenden räumlichen Ordnungen ablehne oder gar als Unrecht empfinde, so wie eben viele Menschen in Palästina das tun, dann werde ich mich vielleicht auch eher nicht bei OSM beteiligen, ganz egal, wie reich oder wie gut gebildet oder was für einen tollen Internetanschluss ich habe. Das heißt, meine These ist sozusagen etwas verallgemeinert formuliert, dass der beschreibende Ansatz, den Wikimapia fährt, vielleicht andere soziale Gruppen anspricht als dieser exakt vermessende Ansatz von OpenStreetMap. Oder um es noch abstrakter zu sagen, dass die Art, wie ein Mapping-Projekt Raum repräsentiert, letztlich auch als Exklusionsmechanismus wirkt, der bislang noch nicht so besonders berücksichtigt wurde. Und damit bin ich fertig. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Du hast da ein sehr, sehr heißes Thema angefasst. Das führt bestimmt zu Fragen. Ja, erstmal vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Ich habe eine Anmerkung und eine damit verbundene Frage. Sowohl Sie als auch Sie haben angesprochen, dass das eventuell mit dem Wohlstand in Verbindung steht, wie viel gemappt wird. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lesotho, eines der kleinsten Länder in Afrika, extrem gut gemappt ist, einfach dadurch, dass Hilfe aus Europa dort geleistet wurde, um auszubilden die Leute mit diesen Tools und dadurch eine sehr starke Local Community dort entstanden ist. Hast du sowas noch weitergehend untersucht? Nicht direkt. Also ich habe mich jetzt wirklich nur mit Israel und Palästina befasst. Da gab es schon im Rahmen dieser Mapping-Kampagnen auch vor allem von Michael Maron, der vielleicht auch vielen hier ein Begriff ist, durchaus Versuche in Palästina auch eine Mapping-Community zu pushen. Das hat aber nie funktioniert. Ich vermute aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Und also, ich würde da jetzt auch keine Gesetzmäßigkeit draus machen. Dass die Mapping-Dichte irgendwie jetzt nur korreliert mit dem Bruttosozialprodukt oder solche Dinge. Sondern da gibt es natürlich Abweichungen so. Ich glaube aber schon, dass es letztendlich irgendwie ein Mechanismus ist, der greift, dass irgendwie OSM die Datendichte schon mit einem gewissen Wohlstandsniveau korrespondiert. Und man könnte ja jetzt auch sozusagen sagen, dass es ja auch keine organisch gewachsene Community ist, sondern sozusagen auch eine Form von Entwicklungshilfe im weitesten Sinne. Obwohl ich den Fall jetzt nicht kenne. So. Ja, auch von mir vielen Dank für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Ich möchte noch mal gerne auf dieses Politische zu sprechen kommen. Ich finde so diese Auffassung zu sagen, ja, das ist ja alles da und wir kartieren das nur und Politik machen wir nicht, nachvollziehbar. Aber gerade in dem Thema, das du ja angesprochen hast, geht es ja nicht um die physischen Gebäude an sich, sondern es geht um die Bezeichnung, das Semantische, das ist ja das Politische, in dem das steckt. Insofern kann man sich ja nicht damit rausreden, ja, wir kartieren diese Gebäude und wir schreiben Namen drauf, diese Benennung, das ist ja gerade der politische Aspekt darin. Insofern auch meine Frage dazu. Ich hätte vielleicht noch gern, wenn du kurz was ausführen könntest, zu dem Prozess, wie OpenStreetMap oder die Community sich dann letzten Endes, glaube ich, nämlich dazu entschieden hat, das gar nicht mehr zu labeln. Wie das abgelaufen ist, wenn du da vielleicht zwei Sätze zu sagen könntest. Also die Geschichte, die ich jetzt wiedergeben kann dazu, ist vielleicht ein bisschen durch die israelische Sichtweise gefärbt, weil ich nur da Gesprächspartner gefunden habe. Aus deren Sicht war es jetzt erstmal so, oder durch meine Interpretation dieser Sichtweise vielleicht so rum, da sind jetzt ein paar Filter drin, ich habe es so verstanden, diese Leute waren sozusagen sehr interessiert, also die israelische OSM-Community oder der Kern der Community, der damals sehr aktiv war, man hat sehr begeistert sozusagen vom OSM-Projekt und haben sich vor allem gar nicht so sehr als israelische Community verstanden, sondern als Teil eines internationalen Projektes. Und dann kam jetzt sozusagen diese Aktivistenorganisation, die auch Jerusalem nicht anerkennen, kommen daher, haben keine Ahnung, wie OSM funktioniert, schreiben irgendeine E-Mail
Und plötzlich gibt es die Diskussion irgendwie in der eigenen Community, sozusagen aus dem eigenen Lager. Da wurde nämlich sozusagen sehr stark diskutiert, was machen wir mit dem Fall Jerusalem. Dann gab es so über die internationalen Mailinglisten, ging dann irgendwie Wikipedia-Exegese hin und her. Und also es war wirklich eine relativ große Diskussion. Und am Ende hat die Data Working Group sozusagen entschieden, hier gibt es jetzt erstmal gar keinen Namen, so lange, bis sich die Communities vor Ort auf was geeinigt haben. Also aus Sicht der israelischen Community nicht ganz unberechtigt, erstmal ein Gefühl des Verrats sozusagen. Da ist auch einer, der super viel gemacht hat vorher, ist danach aus OSM ausgestiegen aus Frustration. Das zweite Problem war, dass die Leute, die sich da, also diese palästinensische Organisation, die sich an OSM gewandt hat, das waren halt keine OSMer und es gab keine Community, mit der man irgendeinen Deal ausmachen konnte oder so. Das heißt, damit ist das Ding sozusagen in eine Sackgasse gelaufen. Und irgendwann nach vielen Jahren scheint das Eisen aber nicht mehr heiß genug gewesen zu sein und dann hat es halt jemand wieder zurückgeändert und hat es auch keinen mehr interessiert, sozusagen. Also das ist unterm Strich ausgesessen, das Thema. So. Genau, man kann die Geschichte bestimmt auch noch ganz anders erzählen. So. Ja, also ich habe mich ja so politische Sachen, mir sind diese politischen Sachen untergekommen, weil ich habe mich mehr so mit Labels beschäftigt und internationalen Namen an irgendwelchen Objekten. Und bei Kartenlokalisierung kommt das natürlich auch unter. Da fühlen sich Leute irgendwie plötzlich, wenn dann plötzlich alle Sachen irgendwie in Osteuropa deutsche Namen haben, das ist natürlich ein viel abgeschwächteres Problem. Aber gerade die Lokalisierung, die könnte da einen Teil zur Entschärfung beitragen, weil es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, von der Region einfach eine arabisch gerenderte Karte zu machen und dann ist man eigentlich fertig. Ja? Also, und dann guckt man sich die an, die dem eigenen Gusto am besten entspricht. Also ist ja nicht das einzige Gebiet, gibt ja durchaus in Indien auch Gegenden, wo Grenzziehungen nicht so ganz klar sind und wo die indische Regierung ja sogar verboten hat, die Grenze so darzustellen, wie sie eigentlich international als gängig und existent existiert. Also ich denke so, die Lokalisierung könnte so ein bisschen eine Lösung sein und zu sagen, guck doch mal hier ist die Karte so, wie ihr sie denkt, dass sie sein müsste. Und der Name-Tag ist sowieso irgendwo broken by design. Ja, also ich finde es, also du hast recht, das ist sozusagen ein Ansatz, damit umzugehen. Ich finde es ein bisschen verkürzt zu sagen, also es geht ja sozusagen in dieses Argument, wir mappen nicht für den Renderer und mach doch deine eigene Karte aus den Daten. So, für irgendeine Organisation vor Ort, die keine Ahnung hat, wie man seine eigene Karte macht, ist das ein unbefriedigender Ansatz. Ne? Und vielleicht auch nochmal das Argument, das ist mir wichtig, würde ich schon grundsätzlich ansehen. Also das ist jetzt nicht nur bei den ganz großen irgendwie Grenzkonflikten, sondern auch hier, wir leben auch irgendwie in Ordnungen, in Raumordnungen, die Ausdruck sind von Besitzverhältnissen, von kapitalistischen Wirtschaftsweisen, von bestimmten kommunalen Grenzziehungen, die auch alle mal umstritten waren und auch ihre Verlierer haben. Und wenn mir mein Grundstück enteignet wurde, weil mir die Autobahn irgendwie durch den Garten gebaut wurde, dann ist das für mich auch nicht einfach nur eine blaue Linie, wo man langfahren kann, sondern es hat sozusagen eine andere Bedeutung. So, also es gibt sozusagen auch auf anderen Maßstabsebenen. Oder eben genau mit diesen Ortsnamen. Ich glaube auch nicht, dass es viele Reichsbürger bei OpenStreetMap gibt, die irgendwie sozusagen die Grenzen vom vorigen Ersten Weltkrieg wieder gerne hätten. Und auch das... Und ich bin sehr froh darüber. Also ich möchte jetzt sozusagen auch nicht alle Gruppen hier willkommen heißen. Aber sozusagen im Grundsatz glaube ich, dass das Argument auch über diesen Kontext hinaus greift, auch wenn es nicht so sichtbar ist. Also ich mache mit bei OpenStreetMap in dieser Data Working Group und ich kriege diese Probleme immer so mit, wenn sich Leute beschweren. Das Israel-Palästina-Problem ist nicht eins, worüber sich besonders viel beschwert wird, aber wir kriegen zum Beispiel ständig Beschwerden von Griechen, die sich darüber ärgern, dass Mazedonien Mazedonien heißt und nicht FYROM oder von zypriotischen Griechen, die sich darüber ärgern, dass Teile von Zypern türkisch sind. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit den Grenzen von China, die ja im südchinesischen Meer da sehr viele Inseln beanspruchen, die auch andere Länder beanspruchen. Es gibt das Problem mit Indien und China. Also da gibt es, das Problem ist, du hast völlig recht, dass wir uns da aus der Affäre ziehen, indem wir sagen, Leute,
die Namen sind alle drin in OpenStreetMap, jeder kann seine eigene Karte zeichnen. Die Inder haben das inzwischen gemacht, es gibt OpenStreetMap.in, da haben sie sogar die offizielle indische Grenzziehung halt reingemacht, statt der, die in OpenStreetMap ist. Da fehlt es übrigens OpenStreetMap, da fehlt auch technisch noch ein bisschen was. Bei den Namen geht das, dass man Namen in verschiedenen Sprachen repräsentiert. Bei Grenzen ist es noch ein bisschen schwierig zu sagen, okay, die einen finden, dass Indien diese Grenze hat und die anderen finden das. Da ist auch im Datenmodell noch ein bisschen was zu machen. Das Problem ist einfach ein Manpower-Problem. Wir haben es da mit Nationalisten zu tun, die den lieben langen Tag nichts anderes tun. Wir haben es wirklich mit Organisationen zu tun, deren einzige Existenzberechtigung ist, dafür zu kämpfen, dass endlich diese Grenze anerkannt wird oder sowas. Wir haben es mit Menschen zu tun, die wirklich ihre ganze Freizeit daran setzen, weil sie einfach Nationalisten sind, meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern die sind einfach irgendwie völlig überzeugt von dieser Idee. Oder zum Teil haben wir es auch mit professionellen, bezahlten Diplomaten zu tun, die auch nichts anderes tun, als eben von der griechischen Regierung dafür bezahlt werden, jede einzelnen Kartenanbieter anzuschreiben und zu sagen, Leute, da ist ein Fehler. Wir können einfach mit unserer Volunteer-Manpower das nicht leisten, dass wir irgendwie vermitteln in solchen Konflikten oder jetzt versuchen, so wie du auch sagst, hier gemacht hast, ich mache Interviews mit Leuten vor Ort und ich finde raus, was kann man da machen und so. Ja. Manchmal versuchen wir Kompromisse zu finden, aber wir müssen uns da an irgendeiner Stelle dann einfach so ein bisschen aus der Affäre ziehen, indem wir sagen, Leute, jeder kann seine Daten eintragen und dann kann jeder auch seine Karte zeichnen. Weil wir ansonsten total vom Hundertsten ins Tausendste kommen würden. Das ist mir oft auch unangenehm, weil ich genau weiß, dass der da kommt und dem ich antworte, hey, du kannst ja deine eigene Karte zeichnen, die Daten sind ja da. Ich weiß, der hat die technischen Fähigkeiten dazu gar nicht. Und ich denke, vielleicht kann man das lösen, indem man tatsächlich, indem man versucht, auch das Kartenzeichnen halt immer einfacher zu machen, sodass wir irgendwann zum Punkt kommen, wo auch der nicht computeraffine Nationalist oder Spezialinteressenvertreter sich mit relativ wenigen Klicks irgendwo eine Karte machen kann, wo er sagt, ja, das entspricht jetzt dem, was ich will. Wir müssten natürlich auch auf der zentralen OpenStreetMap-Webseite, die von vielen Leuten als die einzig wahre OpenStreetMap angesehen wird, auch Möglichkeiten finden, dass die Leute im Dropdown sagen können, ich will jetzt die und die Sprache und so weiter. Da gibt es noch viel zu tun, aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und deswegen ziehen wir uns da aus der Affäre, indem wir sagen, Leute, wir entscheiden das nicht. Ne? Obwohl du völlig recht hast, dass man dadurch ja auch eine Entscheidung trifft. Ja, bewahrt euch auch die Konflikte, sonst haben Leute wie ich nichts mehr zu tun. Und vielleicht noch ein kleiner letzter Hinweis, die Folien kommen ja dann online, das ist sozusagen die Literatur, die ich produziert habe innerhalb dieses Projektes. Das sind keine Open Access Publikationen, lasse ich mich auch gerne für kritisieren. Beißt sich so ein bisschen mit den Logiken der jungen akademischen Karriere. Aber vielleicht sozusagen jetzt die in Gelb markierten sind sozusagen die, wo sozusagen das Gedankengut drinsteckt, was ich heute hier vorgetragen habe. Und ich habe auch noch so einiges an R- und SQL-Code produziert, um OSM-Daten zu jonglieren. Der ist nicht elegant, aber er funktioniert und den stelle ich dann auch online in den nächsten Monaten. Das heißt, wenn da jemand irgendwie dran anknüpfen möchte, auch gerne melden. Ja, auch dieser Tag hat nur 24 Stunden und wir haben noch eine Menge Programm vor uns. Deswegen schicke ich Sie jetzt in eine Pause. Vielen Dank nochmal an Christian Bittner.